Robert Habeck war bei Karin Mioska zu Gast und hat dort seine katastrophale Wirtschaftspolitik, die unser Land ruiniert, verteidigt. Schauen wir uns mal an, was der Wirtschaftsminister so genau zu sagen hatte. Ist das ein Grund, den Finanzminister in der eigenen Koalition vorher nicht zu informieren, dass man Sondervermögen, ein milliardenschweres, aufsetzt? Noch einmal, der Gedanke ist ja erstmal nicht, den Streit zu provozieren oder zu machen, sondern erst einmal zu schauen, dass wir gemeinsam sehen, ja, der Punkt, den viele, auch Christian Lindner, vortragen, ist richtig und berechtigt. Die Steuerlast für viele Unternehmen ist höher als im internationalen Wettbewerb. Und wir haben eine Investitionsschwäche in Deutschland. Deswegen. Also das ist schon mal riesengroßer Unsinn. Die Unternehmensbesteuerung, die hat überhaupt nichts mit den Unternehmensinvestitionen zu tun. Das kann man theoretisch einfach erklären. Wenn ein Unternehmen eine gewinnbringende Investition vorfindet, dann wird es diese Investition tätigen. Völlig egal, ob seine Gewinne mit 20%, 50% oder 75% besteuert werden. Also eine Investition mit positivem Kapitalwert, die wird getätigt. Ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, wie man den Kapitalwert berechnet. Also man nimmt die Gewinne, die man in den kommenden Jahren erhalten wird, und zinst sie zum aktuellen Zinsniveau, das das Unternehmen zahlen muss, ab. Also wenn das Zinsniveau bei 5% liegt, dann müssen die Gewinne jedes Jahr mit 5% abgezinst werden. Ist relativ einfach, das zu berechnen. Das Problem ist halt, dass die zukünftigen Erträge nicht bekannt sind. Deswegen ist der Kapitalwert immer so ein bisschen spekulativ. Deswegen ist vor allem die Nachfrage entscheidend. Wenn die Nachfrage nach Produkten hoch ist, dann kann das Unternehmen auch davon ausgehen, dass es die Produktionskapazitäten voll auslasten kann. Dann kann es auch davon ausgehen, dass der Kapitalwert höher liegt. Wichtig ist also aber nicht, wie hoch dann Gewinne, die das Unternehmen dann schließlich machen wird, wie hoch die besteuert werden. Wenn ein Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit findet, die sich lohnt, wenn ein Unternehmen eine Investitionsmöglichkeit findet, die Gewinn bringt, dann wird es diese Investition tätigen. Völlig egal, wie hoch dieser Gewinn dann später besteuert wird. Also ein Unternehmen, das diese Investitionsmöglichkeit nicht wahrnehmen würde, wäre ja vollkommen bescheuert. Da würde sich ja sofort ein Konkurrenzunternehmen finden, was in diese Lücke springt. Und es lässt sich auch empirisch sehr, sehr gut zeigen, dass die Investitionsquote nichts mit den Unternehmensinvestitionen zu tun hat. Also dass die Investitionsquote nichts mit der Unternehmensbesteuerung zu tun hat. Vor 30 Jahren war der Unternehmenssteuersatz in Deutschland bei noch rund 60%. Der wurde dann bis Anfang der 2000er auf 30% gesenkt. Das heißt, der Unternehmenssteuersatz hat sich halbiert. Und was ist in der Zeit mit der Investitionsquote der Unternehmen passiert? Sie ist gesunken. Also der Steuersatz halbierte sich und die Investitionsquote ist gesunken. Die Unternehmen sind mittlerweile sogar Netto-Sparer. Also diese extrem krasse Senkung der Unternehmenssteuer, die man so auch nicht einfach wieder nachmachen kann, die hat schon nicht dazu geführt, dass die Unternehmen mehr investiert haben, sondern sie haben weniger investiert. Alleine das zeigt schon, wie völlig schwachsinnig diese Argumentation von Habeck ist. Es braucht keine Senkung der Unternehmenssteuer. Dafür gibt es weder aus theoretischer noch aus empirischer Sicht irgendeine Evidenz, dass das was bringt, sondern es braucht eine steigende Nachfrage. Es braucht steigende Löhne, es braucht steigende Staatsausgaben, es braucht schlichtweg Leute, die die Produkte, die hergestellt werden, auch abnehmen. Dann investieren Unternehmen mehr. Und Unternehmen investieren nicht mehr, nur weil die Steuern geringer ist. Ist ja, wie gesagt, auch völlig widersinnig. Sowohl empirisch wie auch theoretisch. Würde es helfen, Steuern so zu senken, dass wieder mehr investiert wird? Das ist ja auch das Anliegen der Bundesregierung. Das Paket, das wir gerade schnüren, heißt Wachstumschancengesetz. Und das hat dann gesamtstaatlich, also der Bund, die Länder und die Kommunen, ein Volumen von 8 Milliarden Euro, die sich dann erstmal über die nächsten 2, 3 Jahre aufbauen. Also das ist makroökonomisch vollkommen lächerlich. Also alleine vernünftige Kindergrundsicherung hätte 12 Milliarden, 20 Milliarden, man hört da unterschiedliche Zahlen gekostet. Verbände sagen eher 20 Milliarden. Das wären 20 Milliarden Euro, die an arme Kinder gehen würden, die für zusätzliche Nachfrage sorgen würden. Doch was passiert jetzt, wenn man die Steuern für Unternehmen senkt? Nun, dann zahlen Unternehmen ein bisschen weniger Steuern. Das heißt, vielleicht kommt da eine zusätzliche Nachfrage von ein paar hundert Millionen, wenn überhaupt, raus. Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich steigert das die Nachfrage überhaupt nicht, sondern das wird 1:1 auf die Unternehmensgewinne aufgeschlagen und dann in Form von Dividenden ausgeschüttet. Und reiche Leute haben eine extrem geringe Konsumquote. Das heißt, davon fließt wahrscheinlich gar nichts in die Wirtschaft. Das heißt, an sich ist das schon eine Steuersenkung, die sehr schwache konjunkturelle Auswirkungen hat. Und die Summen, die sind absolut lächerlich. Also wenn man bedenkt, wie viele Dutzend Milliarden Euro Deutschland jetzt mehr für teure Energie bezahlt, also ich meine, dank des beteuerten Wirtschaftskrieges gegen Russland stürzt ja gerade unsere energieintensive Industrie ab, dazu werden wir gleich bestimmt noch kommen, dann sind diese Summen, die Habeck hier aufruft, wirklich nicht der Rede wert. Also das ist komplette Arbeitsverweigerung, was die Bundesregierung hier betreibt.
Und alle sagen, das ist viel zu klein. Das ist viel zu klein. Und im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Und wenn es jetzt schon nicht gelingt, die 8 Milliarden zu stehen, weil am Ende werden da wahrscheinlich 3 bei rauskommen, also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, wenn man so will, dann muss ja der Gedanke... Das kann man, dass ich jetzt so häufig unterbreche, aber Habeck erzählt hier relativ viel, ohne dass es eingeordnet wird. Das kann man relativ leicht erklären. Die Bundesländer, die haben schon viele Schwierigkeiten, ihre Haushalte aufzustellen. Das heißt, wenn die jetzt noch Geld für Steuersenkung rauspulvern sollen, dann haben sie weniger Geld für Schulen, dann haben sie weniger Geld für wichtige Infrastruktur, dann geraten die wirklich unter Wasser. Also der Bund, der könnte relativ leicht die Schuldenbremse aussetzen und dann ordentlich Geld ausgeben, aber die Länder können das eben nicht so einfach. Das ist der Grund, warum die Länder sich gegen solche Steuersenkungen, die vor allem Unternehmen zugutekommen, sehr viel stärker wehren als der Bund. Und die Länder haben nicht alle so einen bescheuerten FDP-Finanzminister, der es jetzt in dieser konjunkturellen Schwächephase für eine gute Idee hält, Unternehmen mit einem Geldregen zu bedenken, während der Rest der Konjunktur völlig abstürzt und während wir völlig andere Probleme haben. Umgekehrt richtig sein zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu erhöhen, hebeln. Was genau stellen Sie sich denn da vor? Was für eine Steuersenkung, Unternehmenssteuersenkung sollte das sein? In welcher Höhe? Meiner Vorstellung nach haben wir ja, ich habe es eben schon gesagt, vor allem einen Bedarf zu investieren. Also weniger Gewinne aufzusparen für die Zukunft, sondern jetzt präzise in dieser Zeit in die Infrastruktur, in die unternehmerische Forschung, Entwicklung, in den Aufbau von neuen Fertigungskapazitäten zu investieren. Mhm. Und deswegen wäre mein Gedanke, aber noch einmal, es ist eine Einladung und ich hoffe, ganz viele Leute tragen eigene Gedanken bei, das steuerlich zu begünstigen. Aber also Abschreibungen vorzuziehen, wenn man sagt, jetzt baue ich irgendeine neue Produktionsanlage, jetzt investiere ich in Wasserstoff oder in Elektrifizierung von Prozessen, dass das steuerlich begünstigt wird, damit wir die Wertschöpfung und die Produktion im Land anreizen. Steuersenkung, in welcher Höhe? Können Sie sich das vorstellen? Also wenn man es mit Frankreich vergleicht oder USA, da sind wir so bei 25% Unternehmenssteuern. Das ist auch was der Opposition vorschwebt. Ist das was, womit Sie sich auch anfreunden können? Ja, aber das ist genau das Problem. Ich will jetzt hier keinen großen Zahlensalat anrühren, aber das, was der Opposition vorschwebt, also die Gesamtlast der Unternehmen zu senken auf 25%, wir sind ungefähr bei 30% in Deutschland, also höher als andere, würde grober Daumen 30 Milliarden jährlich kosten. Wir haben im Moment ein... Also ihr habt es richtig gehört, die von 30% auf 25% zu senken würde 30 Milliarden kosten. Jetzt überschlagen wir mal. Wie viel mehr Steuern hätten wir, wenn die bei 30% läge, sondern bei 60%. Überschlagen wir mal. 5% sind 30 Milliarden. 30%, 180 Milliarden Euro könnten wir alle mehr haben. 180 Milliarden Euro. Wenn die Unternehmen immer noch so besteuert würden, wie das unter Helmut Kohl noch der Fall war. Also zurück zu Helmut Kohl würde uns alle Finanzierungssorgen um wirklich alles beseitigen. Also zum Vergleich, ein komplett kostenloser ÖPNV, der würde uns 14 Milliarden im Jahr kosten. Also nicht mal ein Zehntel dessen, was die Unternehmen gerade an weniger Steuerbelastung haben als noch vor etwas mehr als 30 Jahren. Also es ist völlig irre, wie stark die Steuern für Unternehmen in Deutschland gesenkt wurden. Und dass Habeck da jetzt noch mehr senken will, also das ist also vernünftig denkende Menschen wirklich nicht mehr zu erklären. Und wie gesagt, diese Extremsteuersenkung für Unternehmen, die haben nicht dafür gesorgt, dass Unternehmen mehr investieren. Ganz im Gegenteil, sie investieren weniger. Eine Debatte über 8 Milliarden gesamtstaatlich. Also ein großer Unterschied und jetzt schon die Probleme. Und deswegen können wir uns vielleicht annähern, jedenfalls gedanklich oder in einem Diskurs, erstmal wieder miteinander zu reden, zu sagen, ja, da ist ein Problem, das ist attestiert, das will ich auch machen, das war der Hauptgedanke. Aber wenn wir es jetzt schon nicht schaffen, für 8 Milliarden das Geld zusammenzukratzen und da kommen wahrscheinlich 3 bei raus, das ist das, was man hört. Wir bräuchten aber 30, also mal 10, dann haben wir ein 10-mal größeres Problem als die Gegenwart. Und darüber können wir ja nicht hinwegsehen. Und das ist dann das, was Sie dann gesagt haben. Dann habe ich das Wort Sondervermögen in den Mund genommen, um zu sagen, darüber wird in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, auch in den Instituten, die der Wirtschaft nahestehen, diskutiert. Leute, lasst uns mal zusammenkommen und reden miteinander. Sie glauben aber nicht wirklich daran, dass das kommt. So ein milliardenschweres Sondervermögen. Das macht ja keiner mit. Was heißt glauben? Im Moment sehe ich, dass die gewählten Politiker vor allem
betonen, was alles nicht geht und warum man bestimmte Sachen nicht machen kann und warum man sich nichts gönnt und warum man das Gespräch gar nicht führen muss, ohne erstmal Vorbedingungen von anderen zu führen. Also im Grunde ist der politische Raum im Moment so verstellt, weil man sagt, bevor ich mit dir rede, musst du dich erstmal entschuldigen für das, was du seit 30 Jahren parteipolitisch gefordert hast. Und das kann ja nicht richtig sein. Und nee, der Gedanke, den ich hatte, war als Reaktion, Leute, lasst uns da nicht stehen bleiben. Jetzt in dieser Phase ist es ja nicht so, dass wir nur ökonomisch unter Druck stehen. Wir stehen ja auch demokratisch unter Druck. Sieht ja jeder die großen Demonstrationen. Kann es doch nicht sein, dass demokratische Parteien nicht miteinander reden. Und ich weiß nicht, ob dabei was rauskommt, aber ich will nicht glauben, dass es nicht möglich ist. Also wenn die Grünen sagen demokratisch, dann sagen sie das, was wir wollen. Also Demokratie ist für diese Leute nur ein Schlagwort für ihre Ideologie. Also das BSW oder die AfD, das sind für diese Leute wahrscheinlich keine demokratischen Parteien. Davon kann man sehr stark ausgehen. Also da merkt man auch, mit welcher Verachtung Robert Habeck unabhängige Journalisten bei der Bundespressekonferenz bedeckt. Also der hat Florian Warbeck vor kurzem übelst beschimpft. Also das ist, ja, was die Grünen mit Demokratie meinen, das zeigt sich auch bei den Projekten, die sie unterstützen. Wir haben beispielsweise das Projekt Gegneranalyse von einem grünen nahen Think Tank aus dem grün geführten Familienministerium fördern lassen. Also grün geführte Ministerien fördern Projekte von grünen Think Tanks, die dann dazu da sind, um unabhängige Medien zu diffamieren. Also lässt sich alles in den Nachdenkseiten nachlesen. Also diese Partei ist zutiefst antidemokratisch, diese Partei ist zutiefst korrupt. Und wenn diese Leute Demokratie sagen, ist das wirklich der blanke Hohn. Ist, bei der gleichen Problemdiagnose miteinander drüber zu reden. Und das war es eigentlich. Die entscheidende Frage ist ja, Herr Habeck, wo soll das Geld herkommen? Da haben Sie ja unterschiedliche Ideen. Sie wollen Schulden machen, Christian Lindner will sparen. Wo würden Sie denn mitsparen? Wir haben ja gerade gespart und Sie haben gesehen, wie die freundliche Begleitung ausgeblieben ist, um es mal höflich zu formulieren. Sparen heißt ja, man kürzt, man nimmt etwas weg. Jetzt ist es vor allem der Agrardiesel gewesen. Aber der hat ein Volumen, Sie haben die Zahlen noch im Kopf, 8 Milliarden ist das, was jetzt verhandelt werden soll. Dafür haben wir Gelder bereitgestellt im Haushalt, 30 Milliarden der Vorschlag der Union. Das sind so die Dimensionen. Diese Agrardieselkürzung gestuft über 3 Jahre würden 450 Millionen bringen. Also ein Bruchteil dessen, über das wir reden oder reden könnten. Und die Konsequenz wäre das Gleiche, mal 60, wenn wir über die Summe reden. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das Land das aushält und ob die Politik, die demokratische Politik im Land das aushält. Aber nochmal, Sie sind da auf zwei Planeten. Der eine kettet sich an der Schuldenbremse fest, der andere will sie lockern. Der eine will Schulden machen, der andere will sparen. Wo soll denn da ein Kompromiss gehen? Das ist ja genau, ja, wenn ich ihn jetzt vorwegnehme, ist es ja kein Kompromiss. Aber was ich im Bundestag versucht habe zu sagen, ist, genau darüber müssen wir doch reden. Sie haben völlig recht. Es wäre für einen Teil des Parlaments ganz leicht zu sagen, wir erhöhen die Steuern. Ist aber ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden, schon in der Koalition. Es wird für einen anderen Teil im Parlament ganz leicht sein, wir kürzen die Renten. Es ist ausgeschlossen, dafür eine Mehrheit zu finden. Ein Teil wird vielleicht sagen, kürzt bei, ich weiß nicht, welchen Leistungen. Und ein anderer Teil wird sagen, macht das Fliegen noch teurer. Und es ist ausgeschlossen, dass wir dafür große Mehrheiten finden und das Volumen reicht. So, nun schließt sich alles Mögliche aus. Und dann gehen alle nach Hause und sagen, ja, dann können wir das, was eigentlich notwendig ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft durchzuhalten, nicht erreichen. Das kann man ja nur finden, wenn man glaubt, der Parteitag ist wichtiger als das Land. Und das ist... Ja, dieses allgemeine Herumgeschwätze, da habe ich gerade ein Wort rausgehört, Wettbewerbsfähigkeit. Das Thema könnte man jetzt ganz groß aufmachen, also das deutsche Lohndumping, was tatsächlich zu einer zu großen Wettbewerbsfähigkeit zulasten unserer europäischen Handelspartner geführt hat, könnte man hier ansprechen. Ist ein anderes Thema, aber in einem Bereich, da hat Deutschland wirklich massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und das ist die energieintensive Industrie. Also hier, ich schiebe mal ein Bild hier mal runter, dass ihr das auch alle sehen könnt. Die Produktionsentwicklung in energieintensiven Industriezweigen ist wirklich sehr dramatisch eingebrochen. Das ist die rote Linie, die ihr sehen könnt. Die befindet sich mehr als 20% unterhalb des Niveaus, was sie noch 2021/22 hatte. Also ihr seht, die Produktion in der energieintensiven Industrie, die war in den letzten Jahren, okay, jetzt habe ich das aus Versehen zusammengezogen, immer relativ stabil, die war deutlich stabiler als die in anderen Industrien. Also wie gesagt, bis 2021 und dann 2022 mit der Explosion der Energiepreise ging es dann drastisch bergab.
Und mittlerweile, wie gesagt, der Absturz beträgt mittlerweile über 20%. Es ist ein atemberaubender Kollaps, in den uns der Wirtschaftskrieg gegen Russland eingebracht hat, der die Energiepreise hierzulande hat explodieren lassen. Und dieser Kollaps, der hat auch nicht gestoppt, der hat sich nicht umgekehrt, sondern der geht einfach weiter. Also die energieintensive Industrie, die ist 2022 abgestürzt und die stürzt immer weiter ab. Also es ist eine einzige Katastrophe. Mittlerweile schlägt das auch schon auf die gesamte Industrie durch, die mittlerweile schon rund 15% unter der den Produktionsniveaus ist, die sie 2017, 18 erreicht hatte. Also es ist eine einzige Katastrophe, die von Robert Habeck hier ja, so blumig umschrieben wird. Ja, wir müssen nur ein bisschen die Steuern senken und dann haben wir Wettbewerbsfähigkeit. Nein, wir müssen die Energiepreise senken, wenn diese Industriezweige nicht abwandern sollen. Und langsam könnte es sein, dass es für große Industrien mittlerweile zu spät ist. Also je länger dieser Zustand andauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Industrien auch niemals zurückkehren werden. Also wenn die Produktionskapazitäten nur runtergefahren werden, dann können sie ohne Probleme jederzeit wieder hochgefahren werden. Wenn die Produktionskapazitäten abgebaut sind, dann kehren sie nicht mehr wieder zurück. Dann war es das. Dann ist die energieintensive Industrie weg und dann ist sie in anderen Weltregionen, wo sie deutlich billiger produzieren kann. Und die Energiepreise, die wir gerade haben, die verscheuchen die energieintensive Industrie. Also ihr seht diesen einmaligen Absturz. Das ist in Friedenszeiten wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Und daran trägt wirklich zu 100% die Ampelregierung Schuld. Also das fällt nicht in die Ägide von Merkel oder irgendwem anders, sondern das ist wirklich alles die Schuld der Ampel. Das ist die Schuld dieses völlig irren Wirtschaftskrieges gegen unseren wichtigsten Energielieferanten. Also Robert Habeck ruiniert unser Land. Robert Habeck sorgt dafür, dass hier alles zugrunde geht. Und dann redet er was, ja, 8 Milliarden, ein bisschen die Steuern senken und dann haben wir wieder Wettbewerbsfähigkeit. Bullshit. Wir brauchen billige Energiepreise oder die energieintensive Industrie ist weg. Und je länger wir jetzt warten, also wenn wir bis 2025, bis zur nächsten Wahl warten und dann erst was passiert, dann könnte es für viele Industrien schon zu spät sein. Also dann sind diese 20% Produktionseinbruch keine vorübergehende Episode, dann sind die vielleicht dauerhaft. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für Deutschland. Aber ja, im grünen Elfenbeinturm, im Wirtschaftsministerium, da scheint man so etwas nicht mitzubekommen. Also ihr seht, ich schlafe hier die ganze Zeit nebenbei fast ein. Also das ist, also diese Realitätsferne von Habeck, die ist wirklich was sehr, sehr Besonderes. Ist nicht befriedigend. Da können wir nicht stehen bleiben. Und deswegen, statt jetzt alles Mögliche auszuschließen, das war mein Versuch, wollte ich sagen, dann lasst uns doch die Quadratur des Kreises probieren. Alles Mögliche mal denken und erlauben. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen, wie es, ob es erfolgreich endet. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn es nicht weitergeht, dann wird es auf keinen Fall erfolgreich enden. Können Sie sich denn denken, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu senken oder abzuschaffen, so wie Christian Lindner das jetzt gefordert hat? Ja, was heißt denken? Ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass wir ein Haushaltsloch haben in 25. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde das ja erst einmal vergrößern. Also das Geld fehlt dann ja noch immer im Haushalt. Und der Finanzminister weist ja entlang der Verfassung. Also das Geld fehlt nicht im Haushalt. Die Bundesregierung will das Geld nicht ausgeben. Die Bundesregierung könnte die Schuldenbremse jederzeit mit einfacher Mehrheit aussetzen. Das ist eine Tatsache. Sie könnte auch für große Unternehmen zurücknehmen, die unter Helmut Kohl beschlossen wurden. Sie könnte auch den Spitzensteuersatz wieder anheben. Also alles Steuersenkungen, die Superreichen unter den Regierungen von Kohl und Schröder enorm entlastet haben. Also die den Superreichen enorm genutzt haben. Oh, es ist spät. Aber ja, all das könnte die Bundesregierung machen, wenn sie es wollte. Sie will es nicht. Die Bundesregierung will Politik für die Reichen machen und sie verarmt dabei die gemeine Bevölkerung in Deutschland immer weiter. Regelmäßig darauf hin, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss, auch in 25. Also macht es das Problem ja erstmal größer. Da ist ja noch nicht. Nein, der Haushalt muss nicht aus. Nicht mal laut Schuldenbremse muss er ausgeglichen sein. Also auch laut Schuldenbremse darf man Schulden im Wert von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes machen. Das ist ein völlig willkürlich Gesetz, für den es keine Begründung gibt. Hat sich irgendein Finanzbeamter mal ausgedacht und jetzt tut man so, als wäre das irgendeine heilige Regel, an die man sich halten müsste. Weil die Neoliberalen dieses absurde Ideologieprojekt Schuldenbremse vor 20 Jahren mal in unsere Verfassung geschrieben haben. Eine Vergewaltigung unserer Verfassung, was da stattfindet. Also unsere Verfassung, die ist dafür da, dass da Regeln reingeschrieben werden, die konstitutiv für unsere Demokratie sind. Und nicht irgendwelche Regeln, die das Haushaltsrecht des Parlaments kleinteilig einschränken. Also völlig irre, was es da in unsere Verfassung geschafft hat. Und solche
Ja, Wirtschaftszerstörer wie Habeck, die meinen sich in solch absurden Regelungen dann auch noch halten zu müssen, selbst wenn die energieintensive Industrie abwandert, der Wohnungsbau in Deutschland kollabiert. Das ist auch noch ein Thema, zu dem wir im Verlauf des Videos, glaube ich, kommen werden, selbst wenn er das nicht mehr ansprechen wird. Aber das ist ja wirklich ein Desaster, was sich da ereignet, was von der Bundesregierung überhaupt nicht angegangen wird, was ignoriert wird. Also nicht mehr Geld eingenommen worden. Also ich sage gar nicht, das ist jetzt einfach, aber ich weise darauf hin, als Wirtschaftsminister, aber auch als Bürger dieses Landes, dass wir in einer anderen Situation stehen als in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir glauben konnten, ohne politische Maßnahmen renkt sich alles wieder ein. Mhm. Die Welt hat sich dramatisch verändert, auch die ökonomische Welt. China ist nicht mehr unsere freundliche Werkbank. Russland ist nicht mehr unser ewig verlässlicher Gaslieferant. Die Amerikaner haben zum ersten Mal seit langer Zeit ein wahnsinniges Subventionsprogramm aufgelegt. Und wir dürfen nicht wieder zurückfallen in Bresigkeit und Schläfrigkeit. Und das müssen wir halt demokratisch hinkriegen. Das ist der Zustand, den ich beschreiben kann. Und ich finde, dazu gehört, und das mutet eben allen etwas zu, dass wir all die Regeln, die wir uns so in den letzten 10, 15 Jahren gegeben haben, und ich sage alle, ich nehme da gar nichts aus, auch Dinge, die den Grünen wehtun oder die ich persönlich wichtig finde, irgendwelche Vorschriften bei Emissionen oder was auch immer, die müssen wir hinterfragen. Wie die Kommunen und die Länder zusammenspielen, wie unser Föderalismus aufgebaut ist, wie die europäischen Genehmigungsverfahren sind, wie unsere finanzpolitischen Logiken sind. Mehr will ich gar nicht, aber das wäre schon schön, dass wir einen Raum finden, wo man nicht gleich sagt, wer gewinnt, wer verliert. Aber das habe ich doch 1992 anders im Parteitag beschlossen. Deswegen rede ich da mit dir nicht drüber. Und glauben Sie, Christian Lindner sucht diesen Raum auf? Ja, das weiß ich. Das wissen Sie sogar? Na klar. Wie wäre es denn, wenn Sie sich erstmal zusammen in einen Raum setzten, anstatt... Gerade sind Lindner, Habeck und Konsorten dabei, unsere Rente an den Finanzmärkten zu verschachern. Also Christian Lindner, der sucht immer Möglichkeiten, im Finanzkapital möglichst viel zu räumen, während die gemeine Bevölkerung immer mehr ausgesaugt wird. Statt über die Sonntagszeitung zu kommunizieren. Wir sitzen ja ganz häufig in einem Raum. Gott, schon wieder diese... Ja, wie kommunizieren Sie in der Koalition? Meine Güte, wen interessiert es? Ich hasse solche Journalistenfragen. Also ich hasse sowas wirklich. Also ihr merkt es, belangloses Geplauder. Ich habe schon aus dem Satz mit der Wettbewerbsfähigkeit, das war jetzt ein Wort, versucht, was zu sagen. Ein Thema, was ich noch anbringen wollte, also der Wohnungsbau kollabiert. Keine Ahnung, ob das im Video noch vorkommt, aber wenn nicht, dann erzähle ich es jetzt halt so. Der Wohnungsbau, der kollabiert gerade in Deutschland. Es ist auch eine einzige Katastrophe. Monatlich genehmigten Wohnungen in Deutschland sind wieder auf dem Niveau von vor 10 Jahren. Also wirklich katastrophale Entwicklung. Die Bundesregierung tut nichts dagegen. Also die Bundesregierung hatte sich selber zum Ziel gesetzt, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Also aktuell sind wir bei 20.000 genehmigten Wohnungen im Monat. 20.000 mal 12 Monate macht uns 240.000, also deutlich weniger als 400.000. Also die Bundesregierung hält nicht mal ihre eigenen Ziele auch nur annähernd ein. Es ist eine riesige Volksverarsche, die hier stattfindet. Und Schuld an diesem Einbruch sind vor allem die Zinserhöhungen der EZB. Ihr seht es hier im Jahr 2022, wo die Zinserhöhung losging. Da ging auch der Einbruch beim Wohnungsbau los. Also es ist eine extrem starke Abwärtsentwicklung, die wirklich 1:1 mit den Zinssätzen korreliert. Da sagen ja viele, ja, das liegt doch daran, dass die Bürokratie so hochgefahren wurde, dass die Vorschriften sich verschärft haben. Also jetzt meine Frage, haben diese Vorschriften sich zwischen 2010 und 2021 nicht verschärft? Also haben die sich in den letzten 10 Jahren, Klimaschutzvorschriften und alles, haben die sich da nicht massiv verschärft? Doch, auch da haben diese Vorschriften sich verschärft. Also die Vorschriften waren offensichtlich nicht der entscheidende Punkt. Sondern der entscheidende Punkt beim Einbruch des Wohnungsbaus waren die Zinserhöhungen der EZB. Also man sieht hier wirklich ganz klar, hier 2022 begann die Diskussion um Zinserhöhungen, da haben die Börsen das schon vorweggegriffen, da sind schon die Baukredite gestiegen. Hier wurden sie dann vorgenommen Mitte 2022 und hier haben wir jetzt diesen Einbruch. Also es korreliert wirklich 1:1. Also die zeitliche Koinzidenz, die ist unglaublich, also das höre ich immer wieder, wenn ich sage, ja, guckt euch das doch mal an, die Zinserhöhungen sind schuld dran, nein, Vorschriften sind doch verschärft werden, Klimaschutz, bla bla bla. Ja, das hatten wir hier auch schon. Hier hat es nicht zum Einbruch geführt. Der Einbruch kam mit den Zinserhöhungen. Diese zeitliche Koinzidenz, die ist beeindruckend. Es ist auch völlig klar, dass so was extrem Teures wie eine Wohnung zu bauen, wie ein Haus zu bauen, dass man für so etwas Fremdkapital braucht. Und wenn die Fremdkapitalkosten sich auch nur leicht erhöhen,
dann bricht die gesamte Kalkulation in sich zusammen. Dann können sich viele Haushalte, die sich das eben noch leisten konnten, das plötzlich nicht mehr leisten. Und dementsprechend bricht der Wohnungsbau ein. Und das sieht man hier sehr, sehr gut. Als die Zinsen noch gesenkt wurden, also 2010er Jahren bis 2021, waren die extrem gering, ist der Wohnungsbau immer weiter gestiegen, bis auf, beziehungsweise das hier sind jetzt die genehmigten Wohnungen, aber die gehen ja dem Bau etwas voraus, ist auf über 30.000 Wohnungen im Jahr. Also beinahe hätte die Bundesregierung hier ihr Ziel erreicht. Aber die Zinserhöhung, die übrigens von dieser Ampelregierung unterstützt werden, also Leute wie Isabel Schnabel, Leute wie Joachim Nagel, für die Ampelregierung, also Bundesbankspitze Joachim Nagel und im EZB-Direktorium Isabel Schnabel sitzen, die befürworten diese Zinserhöhung. Also hier wird eine bewusste Zerstörung, eine absichtliche Zerstörung der deutschen Wirtschaft betrieben, damit das Finanzkapital höhere Zinseinnahmen hat. Hier werden die Interessen von Großbanken vertreten gegen die Interessen von Großteilen der deutschen Bevölkerung, gegen die Interessen unserer Industrie und vor allem gegen die Interessen des Bausektors, gegen die Interessen von allen, die sich eine zahlbare Wohnung leisten wollen. Es ist eine katastrophale Wirtschaftspolitik, die diese Ampelregierung hier führt. Und es ist jetzt egal, ob euch Habeck anguckt, wie hier gerade im Interview, oder Lindner. Die sind alle schuld an diesem Desaster, was sich hier vor unser aller Augen abzeichnet. Und das sind ja keine geheimen Informationen, die ich habe. Offen zugänglich, den Status. Guckt einfach beim Statistischen Bundesamt vorbei, die veröffentlichen das. Also das eigene Statistikamt der Bundesregierung bestätigt das Versagen dieser Bundesregierung. Und kein Journalist berichtet drüber. Und wenn niemand drüber berichtet, ja, dann findet es nicht statt. Es werden dann solche Fragen gestellt wie, ja, wie ist denn die Kommunikation in der Koalition? Kommunizieren Sie über Zeitungen? Ach, irgend so ein Schwachsinn. Anstatt Habeck mal einfach Zahlen um die Ohren zu hauen. 26,6% weniger Baugenehmigungen für Wohnungen im Jahr 2023. Herr Habeck, wieso hat die Bundesregierung die Zinserhöhung befürwortet, die dafür verantwortlich sind? Und zweitens, was will die Bundesregierung dagegen tun? Und vor allem, wann will sie es tun? Denn irgendwann sind auch die Kapazitäten im Bausektor weg. Wenn da 2 Jahre ein Unternehmen nichts gebaut hat, dann hört es nicht einfach nur auf zu produzieren, sondern dann ist es tatsächlich insolvent. Dann gibt es diese Kapazitäten im Bausektor nicht. Dann kann man die auch nicht kürzester Zeit wieder aufbauen. Dann dauert das wieder ein Jahrzehnt, bis diese Kapazitäten wieder da sind. Wir haben hier, wie gesagt, wir sehen hier gerade, dass, also wenn dieser Absturz nicht bald aufhört, dann sehen wir, dass Kapazitäten verloren gegangen sind, die ein Jahrzehnt gebraucht haben, um aufgebaut zu werden. Also es ist eine katastrophale Entwicklung und die Bundesregierung tut nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, sie verschärft diese Malaise noch. Also würde ich sagen, wirtschaftliche Lage in Deutschland ist düster, es sieht schlecht aus, es wird wohl noch schlechter werden. Es gibt aktuell keine Zeichen, dass sich die Talfahrt weder in der energieintensiven Industrie noch im Wohnungsbau abschwächt und es sieht auch nicht so aus, als ob Politiker wie Habeck daran irgendetwas ändern wollen.